herzlich willkommen zu dieser Folge von Superhelden Kids. Mein Name ist Dr. Mikan und das ist mein Assistent Nick. Wir wollen heute darüber reden, warum es wichtig ist, Grenzen zu setzen und wie du damit dein Kind in seiner emotionalen Entwicklung fördern kannst. Und zwar ist das mit dem Grenzen setzen wie mit einer Rutsche. Stellen wir uns jetzt mal vor, wir setzen gar keine Grenzen. Das ist so, als würden wir unser Kind auf eine steile Rutsche setzen lassen, ohne Rand. Und es mag am Anfang noch sehr lustig sein, aber schon sehr bald merkt das Kind, oh, ich schlittere dahin, ich habe keinen Halt. Ich rutsche und ich kann aber nicht bremsen und ich weiß nicht, wohin ich rutsche. Das heißt, schon sehr bald ist das Kind überfordert von der Rutsche. Man könnte auch sagen, wenn man das wieder zurücksetzt auf unsere Grenzsetzung, überfordert vom Leben. Es kann dazu führen, dass Kinder große Ängste entwickeln, weil sie diese Sicherheit nicht haben. Das heißt, ich möchte euch ermutigen, seid der Halt im Leben eurer Kinder. Es ist nicht nur wichtig, Grenzen zu setzen und dem Kind sozusagen einen schönen Rand an der Rutsche zu geben durchs Leben, sondern es ist auch wichtig, konsequent Grenzen zu setzen. Ich lade euch ein zu einem Gedankenexperiment. Stellt euch vor, ihr steht in der Mitte eines Kreises, ihr habt die Augen verbunden, ihr wisst nicht, wo es hingeht und eure Aufgabe ist es, die Grenzen des Kreises zu finden. Je enger der Kreis ist, desto mehr spüren wir unsere Grenzen. Deswegen pucken wir zum Beispiel Babys, weil sie damit auch ihre Grenzen spüren, die sie ja auch aus dem Mutterleib bereits kennen. Je älter das Kind wird, desto größer kann auch dieser sichere Kreis um das Kind herum werden. Versetzen wir uns zurück in die Situation, wir haben die Augen geschlossen, wir wissen nicht, wohin es geht und wir tasten nach der Grenze. Wann wird es uns gut gelingen? Es wird uns gut gelingen, wenn die Grenze immer am selben Ort ist, wenn sie sich langsam bewegt. Dann fühlen wir uns sicher, wir wissen, 2 Armlängen entfernt von mir ist die Grenze. Das heißt, wir müssen uns keine Gedanken machen, wir wissen, jemand passt gut auf uns auf, wir haben einen sicheren Kreis um uns herum, in dem wir uns bewegen können. Jetzt stellt euch mal bitte vor, dass diese Grenze wackelt. Die Grenze ist wackelig um uns herum, manchmal ist sie da, manchmal ist sie nicht da. Wie geht's euch? Vielleicht könnt ihr euch schon vorstellen, dass diese wackelige Grenze um euch herum Unsicherheit bereitet. Ich habe meine Augen geschlossen, ich versuche die Grenze zu tasten und ah, da ist sie, oh, da war sie wieder nicht. Das bedeutet, eine Grenze, die inkonsequent ist, die nicht konstant da ist, bringt auch Unsicherheit. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zu der Gehirnentwicklung gehen, dass sich unser Nick zum Beispiel hier gut konzentrieren kann, hilft es ihm, dass er sich nicht Sorgen machen muss, wo seine Grenze ist. Es hilft ihm zu wissen, das ist meine Grenze. Nick wird von sich aus versuchen, diese Grenze zu durchbrechen. Das ist seine Aufgabe als Kind. Seine Aufgabe, sein Gehirn wächst immer weiter und er möchte diese Grenze durchbrechen. Er will sich weiterentwickeln. Das ist auch in Ordnung so. Aber was Nick noch macht, ist, er möchte Grenzen spüren. Er möchte wissen, ist er in einem sicheren Kreis. Der sichere Kreis schafft die Voraussetzung für Nick, dass er sich gut konzentrieren kann, dass er sich sicher fühlt und dass er sich dann irgendwann mal alleine hinauswagen kann in die weite Welt, weil er weiß, ich bin in einer sicheren Umgebung aufgewachsen. Außerdem hilfst du deinem Kind, seine eigenen Gefühle regulieren zu lernen, wenn du ihm Grenzen setzt. So lernt dein Kind Frustrationstoleranz, es lernt, eigene Bedürfnisse zurückzusetzen, es lernt, auch andere Menschen haben Bedürfnisse, auf die man eingehen muss. Und so schaffst du es, dein Kind zu einer emotional kompetenten Person zu erziehen. Nächste Woche geht's weiter mit Tipps, wie es dir gelingt, liebevoll Grenzen zu setzen. Ich hoffe, der Beitrag hat dir gefallen. Gib uns gerne ein Like, abonniere unseren Kanal. Wir freuen uns total, dass du dabei bist. Schreib gerne einen Kommentar hier unten unter das Video. Schreib uns, wie es dir gelingt, die Grenzen zu setzen. Wir freuen uns auf einen Austausch und bis bald. Tschüss. Tschüss.